Hi Leute, ich habe vom Lipus einen Raketenofen bekommen. Es regnet, alles ist ein bisschen feucht, also live ist live. Dritter Versuch. So, irgendwo blüht es ja, man sieht das auch wieder raus, aber das reicht noch nicht für den richtigen Anzug. Jetzt langt's. Eben hat mir noch einen Tipp gegeben, ich soll hier oben einfach jetzt zumachen, sodass der Kamineffekt hier gleich stärker wird. Aber der Eimer ist nicht richtig dicht. Auch ein neues. Man hört schon, aber es... Ah doch! Es läuft. Jetzt heizt sich der Schornstein auf. Kann ich hier schon zumachen. Finde ich ein ganz interessanter Effekt. Das war bei mir letzte Woche so. Manchmal entzündet sich das Holzgas hier. Ich glaube, ich puste mal. Schön am anderen Schornstein. Jetzt ist er angezogen. Ja, da kommt Freude auf. Das meine ich. Jetzt hört man auch das Bullern. Das dauert jetzt noch eine Minute und dann ist er rauchfrei. Mit Sachen, die ich jetzt gerade vorgestern gefunden habe. Also so wie es jetzt ist. Feucht. Das Einzige, was einigermaßen trocken ist, waren die Schnipsel, die ich eben gemacht habe. Und haben wir jetzt gerade 2 Minuten her. Schaut mal hier. Das Wasser ist schon am Kochen. Sie ist hier. Oh Gott. Und die. Boah! Die kann es gar nicht mit dem Gesicht oben drüber sein. Die Flammen schlagen da voll durch. Wow, ich setze mal einen Topf auf. Das ist genau 1 Liter Wasser. Wenn man abnimmt, hört man es richtig deutlich, wie es zieht, blubbert. Wenn man halt drauf sitzt, wird der Luftstrom minimal verringert, aber da kommt jetzt die Hitze direkt dran.
macht einfach Freude. Und dieser Senkrechtschacht hat den riesen Vorteil, dass das Holz durchs Eigengewicht nachrutscht. Nee, man muss also nicht stochern und so weiter. So. Muss ich das wieder trocken machen. Hier überlege mir, ob ich hier noch ein quasi eine Abstandsvergrößerung mache. Denn der zieht richtig stark, wenn ich nichts oben drauf habe. Die Flammen, die gehen im Moment gerade bis hier. Und sobald ich hier den drauf setze, den Topf, dann zieht er noch ein bisschen langsamer. Man sieht jetzt auch, dass die Farbe einbrennt. Also der Dampf, der hier ist, das ist jetzt, dass die Farbe einbrennt. Ich bin fasziniert von dem Teil. So heiß. Das ist der Hammer. Ja gut. Ich würde mich melden, wenn das Wasser kocht. Hat jetzt eine ganze Zeit gedauert. Man sieht, es köchelt hier gerade ein bisschen. Aber hier unten an der eingebrannten Farbe sieht man, dass es richtig heiß da unten ist. Wenn man es hier drauf stellt, dann fängt es sofort an, richtig zu kochen. Also, man hört es jetzt auch, der Durchzug ist stärker, wenn kein Topf oben drauf steht. Und hier kocht es jetzt richtig. Dann können wir auch mal sehen, wie die Flammen hier unten richtig reinziehen. Und es ist absolut kühl. Nochmal zum Normal. Bisschen Rauch. Wie der Rauch nach unten gezogen wird. So, jetzt ist das. Okay. Dann verabschiede ich mich, liebe Leute. Und Lepos, danke dir für diesen tollen Ofen. Der funktioniert, auch wenn das ganze Zeug hier nass ist. So ist es. Also tschüss dann.